Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vorschauvideo zu Wipeout Pure für die PlayStation Portable. Die gesamte Redaktion hat sich auf den futuristischen Racer sehr gefreut und wir sind von dem Titel nicht enttäuscht worden. Hier seht ihr einige Szenen aus der Eröffnungssequenz. Diese ist ein Markenzeichen der Wipeout-Serie und auch auf der PlayStation Portable sieht es hervorragend aus, was hier aus den Rechnern herausgeholt wurde. Mit solchen Bildern kann man sich in der U-Bahn schon mal hinstellen und die PlayStation Portable hochhalten. Aufmerksamkeit wird euch garantiert sein. Und schon sind wir auf einer der Strecken von Wipeout Pure unterwegs. Ihr dürft euch die Augen wischen, denn die Grafik ist wirklich atemberaubend. Eine hohe Sichttiefe und tolle Lichteffekte versüßen euch das Rennerlebnis. Beachtet einmal den Funkenflug und den Schattenwurf eures Gleiters auf der Strecke. Wie bei den PlayStation und PlayStation 2 Vorgängern sind die bekannten Symbole enthalten. Ihr habt die Beschleunigungspfeile und die Waffen-Extra-Symbole, die ihr überfliegen müsst, um an Geschwindigkeit zuzulegen oder extra Waffen aufzunehmen. Auch am Streckenrand von Wipeout Pure ist immer etwas los. So seht ihr Werbetafeln, Windräder oder futuristische Flugzeuge, die über euch hinwegschwirren. Allerdings solltet ihr euch hauptsächlich auf die Strecke konzentrieren, sonst könnt ihr das bissige Konkurrenzfeld nicht überholen. Wenn ihr mehrere Beschleunigungspfeile in einer Folge überfliegt, dann könnt ihr erst richtig an Geschwindigkeit zulegen. Wipeout Pure bietet wieder ein sehr futuristisches Menüdesign. Und hier seht ihr gerade den Progress Screen, in dem unser Spielfortschritt angezeigt wird. Das ist ein Menü, das ihr häufiger aufsuchen werdet, um euch zu fragen, welches Zeitrennen bin ich denn schon geflogen und wo habe ich schon die Bestzeit erreicht. Wer diese goldenen Medaillen abstaubt, wird mit Bonusbildern belohnt. Dank der feinfühligen Analogsteuerung behaltet ihr auch bei höheren Geschwindigkeitsstufen die Kontrolle über euren Gleiter. Ihr müsst nicht immer aus der Verfolgerperspektive spielen, sondern könnt auch in eine Ego-Perspektive umschalten. Dann kommen die Waffen- und Lichteffekte natürlich noch brachialer rüber. Wipeout Pure hat ein klassisches Noch-einmal-Gameplay. Wenn ihr einmal angefangen habt, dann wollt ihr nicht mehr aufhören. Die subtile Technomucke und das Blitzlichtgewitter sorgen für beste Unterhaltung. Zum Abschluss unserer Wipeout Pure Vorschau zeige ich euch noch den Zone-Modus, der Wipeout Fusion Veteranen bekannt vorkommen dürfte. In diesem Modus sind keine Gegner auf der Strecke und ihr werdet automatisch beschleunigt. Ihr müsst Bandenkontakt verhindern, denn bei komplettem Energieverlust ist dieses Rennen zu Ende. Das mag sich jetzt einfach anhören, wir sind aber auch erst in Zone 5. Glaubt mir, Zone 30 sieht anders aus. Schwindelgefühle inbegriffen. Abschließend kann ich zu Wipeout Pure nur sagen, dass es in der Redaktion derzeit das begehrteste PSP-Spiel ist und das mit Recht.